Du hast keine Ahnung, was du dir heute kochen sollst? Dann habe ich vielleicht was für dich. Viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen zurück bei Jo's Easy Kitchen. Heute sind wir mal wieder am Bodensee beim Kameramann persönlich Mr. Graham. Und danke nochmal an dich, Yannick, für die letzten zwei Videos letzte Woche. Wir haben es probiert. Wir haben es versucht, genau. Heute machen wir ein Putengeschnetzeltes mit einer speziellen Senf-Sahnesoße mit Bratkartoffeln. Die stehen schon auf dem Wasser und ich hoffe, ihr habt das Video vom Montag gesehen. Denn Montags-Quickie gibt's, wie man richtig geile Bratkartoffeln macht. Was brauchen wir für unsere Senf-Sahne-Soße oder den Geschnetzelten? Ich nehme hier, ich habe hier Pilze, braune Pilze, mache ich am liebsten. Dann habe ich hier den speziellen Senf. Natürlich kommt dann nachher noch die Sahne und so weiter alles dazu. Aber das steht jetzt noch kalt, weil wir müssen noch auf unsere Kartoffeln leider machen. Aber wir fangen jetzt schon mal an, das Ganze vorzubereiten, klein zu schneiden, dass wir nachher weniger Zeitstress haben und das schneller machen können. Wir haben noch zwei Zwiebeln, die kommen auch noch auf jeden Fall noch in die Soße rein. Ich habe hier noch ein paar Cherry-Tomaten. Den nehme ich zum Teil für den Salat, den ich auch noch dazu mache, aber das ist jetzt nur als extra. Ich habe hier auch noch frischen Schnittlauch aus dem Garten, was nachher auch für die Garnitur, genauso wie die Cherry-Tomaten ist. Fangen wir einfach mal an. Dazu schneide ich jetzt die Zwiebeln. Ich habe es leider mal wieder vergessen, meine eigenen Messer mitzunehmen, aber ist nicht so schlimm. Die Challenge. Weil jeder hat ja auch irgendwo andere Messer. Ich mache immer als erstes die erste Schicht weg. Weil dann kann ich mir eigentlich fast sicher gehen, dass da auch nichts angegammeltes oder sonst irgendwas an der Zwiebel dran ist. Und so sieht die auch wunderschön aus. Einmal halbieren, schauen, wo der Strom ist. Hier ist jetzt der Strom, hier ist jetzt gar kein Strom mehr drin. Das heißt, eigentlich könnten wir die auch theoretisch schon so schneiden. Natürlich immer ein bisschen auf die Finger aufpassen. Und dann könnt ihr schön die Würfel rausschneiden. So, als nächstes mache ich jetzt die Champignons. Mache hier ganz normal überall den Strom raus. Und ihr wisst, ich bin nicht so der große Fan vom Strom. Aber die sind jetzt eigentlich ganz okay. Die sind jetzt nicht so extrem holzig wie die letzten paar Male. So, jetzt habe ich den Strom erstmal rausgemacht. Das schneiden wir gleich danach. Für ein Geschnetzeltes muss man natürlich sich auch noch überlegen, welche Form nimmt man das. Gerade mit Bratkartoffeln in Kombination. Was passt am besten? Ich würde sagen, ein bisschen größere Würfel. Dafür halbiere ich einfach die Pilze. Aber es kommt immer auf die Größe drauf an. Und schneide die dann in die Größe ungefähr. Die sind jetzt relativ sauber. In der Regel ist es eigentlich so, dass man gerade hier oben das Endstück vom Strunk gar nicht mitnimmt. Das meistens übel dreckig ist. Aber die sind jetzt echt voll in Ordnung. Das sieht man selten heutzutage, leider. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wo man einkaufen geht. Jetzt haben wir das Gemüse geschnitten. Jetzt warten wir noch kurz, bis unsere Kartoffeln wieder fertig sind. Dann machen wir unsere Kartoffeln soweit und dann geht es weiter mit der Soße. So, unsere Kartoffeln sind jetzt am Ausdampfen. Deswegen mache ich jetzt noch geschwind, schneide ich schon mal unsere Pute. Das sind überall so Sehnen. Schneide ich mir alle jetzt so ab. Problem ist, ich habe jetzt nicht leider meine Messer. Sonst würde ich das so ein bisschen besser hinbekommen. Von der Feinheit. Weil natürlich, je mehr ich abschneide, desto mehr tut es mir auch weh irgendwo. Es kommt immer auf die Qualität des Fleisches drauf an. Wenn ihr gerade das Fleisch beim Metzger holt, ist es oft so, dass viele Sehnen noch dran sind, dann müsst ihr ziemlich viel wegschneiden. Im Einzelhandel zwar deutlich weniger, aber die Qualität des Fleisches ist dementsprechend schlechter. Das Messer so halten, dass es so wenig wie möglich vom Fleisch wegschneidet. Also immer das Messer, wenn ihr unter der Haut seid, dass ihr es leicht nach oben zieht und dann die Haut mitzieht. So dass ihr das perfekt, das Fleisch am Fleisch drin lasst und die Haut natürlich nur mitzieht. So, jetzt schneiden wir uns aus dem Ganzen ein paar Streifen raus. Das Fleisch ist natürlich mega dünn jetzt, deswegen mache ich das ein bisschen größer. Das kommt natürlich immer auf das Fleischstück drauf an. Je dünner, desto größer natürlich die Fläche. Nachher. Es geht natürlich auch darum, irgendwie die gleichmäßig zu schneiden. Gerade wenn ihr so guten Schnitzel kauft. Immer gleich gucken, dass sie relativ gleichmäßig sind, dass sie halt nachher in der Pfanne, wenn man alles gleichzeitig anbrät, auch gleich gar werden. Ich hau jetzt die Pute in die Pfanne schon mal rein. Die können wir schon mal vorbraten, in dem Sinne. Hau die jetzt schon so in die Pfanne, ohne dass irgendwas drin ist, ohne dass die heiß ist. Weil es geht ja darum, die Pute durchzubekommen. Und man braucht nicht so viel Öl. Mache ich jetzt nicht auf
machen wir auf 7 und lassen es langsam Temperatur bekommen. Wird ganz langsam warm, kriegt Temperatur, wird irgendwann mal durch, umdrehen, bisschen Öl mit dazu, Salz, Pfeffer. Fertig. Und nachher mit dem Fleischsaft nehme ich es dann raus und kann dann Saft nachher auch noch für unsere Soße nehmen. Sobald ihr merkt, dass die Pute an der Pfanne kleben bleibt, ist es das Zeichen, sie umzudrehen, ein bisschen Öl dazu zu geben. Ich mache schon mal ein bisschen Salz dran. Pfeffer machen wir danach. Die Pute ist jetzt fast fertig, oder die Putenstreifen. Das seht ihr jetzt noch zwar leicht roh teilweise, aber ich lasse die jetzt nicht mehr so lang drin. Das war jetzt auch alles die ganze Zeit auf der Hälfte von der Temperatur. Wir wollen die jetzt erstmal noch garen, weil die, oder was ist das garen? Wir wollen die jetzt erstmal von außen anbraten. Ja, einfach nur, dass sie mal ein bisschen Farbe bekommen, dass wir noch den Saft auch rausbekommen. Und wenn ich die nachher in die Soße wieder reinmache, garen die eh nochmal nach. Aber ich möchte ja auch, dass das Fleisch so richtig geil, weiß ich, bei Pute finde ich das richtig geil, wenn es ein richtig geiles, zartes Fleisch ist. Und so bekomme ich das dadurch, dass ich ja durch, dass die Pute koche oder ja, brate, kriege ich nicht, dass es so ein trockenes, zähes Fleisch ist, so wie es voll oft ist bei einer Pute, sondern kriege es schön saftig, ja, weich einfach, richtig lecker. So, deswegen koche ich so meine Pute. Also, die Pute ist jetzt soweit fertig. Ich sammle die jetzt in einen tieferen Teller, sodass der Fleischsaft auch drin bleibt. So. Ich kümmere mich, dass ich so viel wie möglich da irgendwo rausbekomme. Würde ich jetzt nicht so viel. Und die machen wir jetzt richtig heiß. Der Grund, warum ich die Pfanne jetzt nicht nochmal sauber mache oder sonst irgendwas, wir haben ja das Fleisch da dran angebraten und das gibt natürlich Röstaromen ab. Und dadurch, dass ich nachher auch dem Ganzen auch eine Soße mache, finde ich es immer eigentlich recht geil, wenn man auch den Fleischsaft irgendwo in die Soße mit reinbekommt. Deswegen nehme ich jetzt die Röstaromen von der Pfanne selber mit dem Saft, den ich nachher aus der Pute, der sich jetzt da unten sammelt, noch hernehme. Brat das alles soweit an und dann gibt es nochmal in der Soße nachher einen richtig geilen Geschmack. Die wird jetzt schon ein bisschen, auf jeden Fall, man sieht es, die Überreste von der Pute werden immer dunkler. Deswegen kann ich jetzt schon mal die Zwiebeln mit reinmachen. Die Zwiebeln leicht braun werden lassen, dann könnt ihr die Pilze dazu machen. Und sobald ihr merkt, dass die Pilze Farbe bekommen, ein bisschen Schluck Öl dazu geben, dann werden sie nochmal richtig geil, schön salzen und fertig. Die Pilze haben jetzt schon mal ein bisschen Farbe bekommen, Zwiebeln genauso. Kann ich schon mal die Soße rein machen, also gerade unsere Sahne. Ich bin jetzt auch schon zwischenzeitlich, kurz bevor ich jetzt die Sahne reingemacht habe, auf die Hälfte von der Temperatur wieder runtergegangen. Kriegt schon richtig schöne Farbe. Jetzt der Trick mit dem Fleischsaft. Seht ihr hier, das ist alles Fett. Aber Fett ist alles Geschmacksträger. Deswegen haue ich das jetzt auch schon mal mit in die Soße. Jetzt mache ich es wieder auf fast die höchste Temperatur, dass das auf jeden Fall mal aufkocht. Und jetzt habe ich hier die Geheimzutat, Dijon-Senf. Das ist ein grober Dijon-Senf. Dann mal jetzt, ja, das reicht eigentlich schon. Müssen wir nachher nochmal schauen, ob das reicht, aber es sollte reichen. Hat einen komplett eigenen Geschmack, also kann man jetzt lange nicht vergleichen mit ganz normalen Senf. Rühre das hier in das Ganze ein. Und das Geile ist, wie Senf ist ja auch bei Dressings ein Emulgator, das heißt, es bringt eine Bindung rein bei Soßen. Genauso. Man sieht schon, es wird schon etwas dickflüssiger. Natürlich immer mal wieder probieren. Oh, geil. Fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Salz. Aber nicht viel. Und Pfeffer. Hier seht ihr auch nochmal die Bratkartoffeln. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, wie man Bratkartoffeln macht, hier bei dem i hier oben, richtige Seite, verlinke ich euch nochmal das Video. Und genauso auch unten in der Beschreibung. So. Jetzt mache ich die Pute mit rein. Mache das aber wieder von der Temperatur runter. Es ist jetzt schon relativ dickflüssig. Also Soße wäre soweit fertig. Wie ihr seht, mega simpel, mega einfach. Ein paar kleine Tricks, auf die man achten muss. Und ja, ist nice. Also vor lauter Rumreden haben wir es voll vergessen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Salat noch neben dran, mache ich jetzt noch ein bisschen. Ich habe hier noch einen Feta-Käse. Der Saft ist zum Beispiel, also ich nutze den jetzt nicht, aber der Saft ist zum Beispiel mega geil. Wenn ihr so Marinaden und sowas für Grillfleisch und sonst irgendwas macht, könnt ihr den Saft zum Beispiel nehmen. Machen wir hier noch ein bisschen den Ziegenkäse. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal hinter der Kamera stehe und der Mr. Graham persönlich vor der Kamera steht und ich ihm einfach beibringe, wie man kocht, wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, bei
35 Likes stellt sich Mr. Graham auf jeden Fall vor die Kamera. Ich filme das Ganze und ich bringe ihm das Kochen bei. Jetzt haben wir hier noch ein paar Cherry-Tomaten. Ich habe den Salat einfach nur mit reingenommen, einfach nur um nochmal das Dressing zu zeigen. Deswegen ist es eigentlich relativ egal, was ihr in den Salat macht. Jetzt auch fürs Dressing. Mach mal ein Dressing hier draus. Habe ich hier einmal Schlagsahne. Das Geile ist, bei solchen Apparaten, wenn man zu viel vom Dressing macht, ist nicht so schlimm. Man kann es behalten und es hält sich ein paar Tage. Ich mache jetzt hier, das sind das 200 Milliliter von der Sahne rein. Dann habe ich hier ein bisschen Cream Fresh. Machen wir da zwei Löffel rein. Ein bisschen Pfeffer. Ziehen wir das. So. Ein bisschen Salz. Da mache ich gut Zucker ran. Das ist ein bisschen süßeres Dressing auf jeden Fall. Hier ein gutes Olivenöl. Ein bisschen was von dem Olivenöl mit rein. Nicht viel. Dann habe ich hier weißen Balsamico. Da könnt ihr natürlich auch ein bisschen Essig nehmen. Das ist eigentlich relativ egal. Ein bisschen was davon rein. Weil ich jetzt auch nicht so viel Öl mit reingemacht habe. Senf mache ich rein, wenn ich eine richtige Bindung durch Öl und Wasser habe. Ich habe hier ja schon die Sahne Creme Fraiche drin. Das ist ja schon, riecht relativ fetthaltig. Das Öl bringt ja nur noch ein bisschen so. Schön shaken. Ha? Ich bin Barkeeper. Ich war mal Barkeeper. Nein, das war jetzt nicht. Das sieht doch schon mal ganz lecker aus. Jetzt muss es nur noch lecker schmecken. So. Schön dickflüssiges Dressing. Yes. Das Geile ist jetzt gerade bei dem Dressing, es ist übel einfach. Es ist mega geil cremig und es bleibt im Salat hängen. Das ist das Wichtigste eigentlich, weil oft passieren einfach Fehler gemacht, dadurch, dass halt zum Beispiel kein Senf oder kein Emulgator genutzt wird bei einem Salat, dass der Salat nachher nicht oder das Dressing nachher nicht kleben bleibt. Die Bratkartoffeln sind fertig, unsere Soße auch soweit. So, das ist schon einmal kurz aufgekocht. Können wir jetzt auch alles ausmachen hier. So, das zur Seite, da kommt jetzt auch noch mal ein bisschen gleich Schnittlauch rein. Und hier unsere schönen Bratkartoffeln. So. So. Da könnt ihr gut Schnittlauch mit reinmachen. Den Teller natürlich nochmal sauber machen davor. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man eigentlich mega simpel ein richtig geiles Geschnetzeltes macht mit einem Bratkartoffeln. Wie gesagt, hier oben verlinkt. Wenn es euch Ganze gefallen hat und wie gesagt bei 35 Likes, der Kameramann steht selber mal in meiner Position mit meiner Kochjacke, gibt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Einen guten Tag.